Kennt doch bestimmt noch dieses Vertrauensspiel, was man in der Kindheit gespielt hat, wo man sich einfach vor jemand hingestellt hat und dann in die Arme fallen gelassen hat. Und heute geht es um Gottvertrauen und das hat auch damit mit, dass man sich in die Arme einer anderen Person fallen lässt. Dementsprechend in die Arme von Gott fallen lässt und ihn einfach vertraut, ihn blind einfach vertraut. Und das ist oft meistens nicht der Fokus. Wir vertrauen einfach oft einfach nicht. Und das möchte ich euch anhand einer Geschichte erzählen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her gewesen ist. Jedenfalls an den Tag habe ich Bewerbung geschrieben. Und nachdem ich meine Bewerbung geschrieben hatte, war ich auch irgendwie sehr stolz auf mich, dass ich irgendwie endlich diese Bewerbung fertig geschrieben hatte, dass Gott mir einfach da geholfen hat, diese Bewerbung zu schreiben, und hat mir dann mein Fahrrad geschnappt und bin dann so einen waldigen Weg lang und kam dann so an eine Kirche an. Ich war da, glaube ich, so Berlin-Wannsee oder so, da war jedenfalls eine Kirche und da hangen mehrere Predigten am Zaun. Dann habe ich mir eine Predigt davon genommen und sie durchgelesen und bin danach weitergefahren und habe mich die ganze Zeit gefragt, was sollte mir diese Predigt aussagen? Was sollte sie mir irgendwie erklären oder aufwerfen? Und dann kam ich zum Schluss, Gott wird mir das irgendwann später sagen. Und dann bin ich weitergefahren und kam an einen See. An einen See, an das Ufer eines Sees und habe da mein Fahrrad einfach in den Rasen geworfen und meine Mütze einfach ausgezogen, meine Handschuhe ausgezogen, meine Brille abgesetzt und bin dann mit meiner Hand einfach ins Wasser glitten. Das Wasser war ziemlich kalt und habe meine Hand rausgezogen. Und dann konntest du sehen, wie so an den Fingern so die einzelnen Perlen runterglitten und sich gespiegelt haben im Sonnenlicht. Und das fand ich ziemlich interessant. Und dann kam auf einmal mir ein Bild im Kopf. Mir kam das Bild im Kopf, dass ich auf einmal unter Wasser bin mit meinem Kopf, die Augen aufhabe und mich aber keine Angst durchströmt hat. Wer es bestimmt weiß, ich habe selber irgendwie so eine Angst vorm Tauchen und in dem Moment, in diesem Bild, hatte ich keine Angst vorm Tauchen, sondern ich habe vollkommen vertraut darauf, dass Gott mich einfach beschützt. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was heißt denn dieses Bild? Und habe selber so versucht, irgendwie meinen Kopf so ins Wasser zu stecken. Doch irgendwas hat mich die ganze Zeit zurückgehalten. Irgendwie kam mir die ganze Zeit so der Gedanke, ey, das ist nicht gut, wenn du es tust. Du holst dir gleich eine Erkältung weg. Also irgendwie so eine Schlagworte, die einen daran hindern, das zu tun. Und so ist es manchmal auch mit dem Vertrauen zu Gott. Uns wir vertrauen ihm zwar, aber wir vertrauen ihm auch irgendwie nicht ganz. Wir springen nicht einfach in einen Teich, der voller Algen ist, weil wir einfach Angst haben, Gott da irgendwie zu vertrauen. Obwohl wir wissen, dass jetzt endlich das alles gut ausgeht. Dass Gott einfach über uns die schützende Hand hält. Das ist so unbegreiflich. Und ich habe diese Woche tatsächlich ein Buch fertig zu Ende gelesen, das heißt Gott kommt zum Ballermann, und in diesem Buch geht es auch um Vertrauen zu Gott, und ich fand es sehr interessant, als es eine Story gab, wo die Leute, die halt dementsprechend in diesem Land waren, dann ein Mann sie angesprochen hatte und ihnen erzählt hat, dass er vor paar Wochen vom Hochhaus gefallen ist, beziehungsweise vom Balkon gefallen ist und dementsprechend alles gebrochen war, aber wie durch ein Wunder sich das alles geheilt hat und dementsprechend er dann zu Gott gekommen ist. Ich finde, dieses Wunder ist schon echt krass, aber ich finde es auch noch interessanter, warum es noch wichtiger ist und warum es heißt, dass wir Gott einfach vertrauen können, dass wir Gott einfach blind vertrauen können in dem, was er tut, auch wenn es uns oft schwerfällt, auch wenn es mir oft schwerfällt. Ich meine, ich bin gerade in so einer Situation, wo ich selber irgendwie endlich weg will von meinem alten Arbeitgeber und zu neuen möchte und aber irgendwie da nicht vertrauen kann, dass Gott irgendwie das schon alles regelt. Gott regelt das alles, auch wenn das nicht gleich passiert. Gott hat mit uns was Großes vor, mit jedem von uns, und das finde ich so unglaublich unfassbar. Und woran ich das tatsächlich ableiten wollte, damit ich nicht davon abspringe, Gott hat in der Bibel Abraham auf die Prüfung gestellt, seinen Sohn umzubringen, ihn zu opfern. Und ich finde dieses Bild sehr krass, und es ist auch sehr krass, aber Gott hat ihn, bevor Abraham wirklich Isaak töten konnte,
hat ihn davon abgehalten und ihn und dementsprechend gesagt, jetzt weiß ich, dass du bereit bist und mir vertraust. Und hat dann auch, weil oft fällt uns ja Vertrauen auch deswegen schwer, weil wir das Gefühl haben, dass Gott sein Wort nicht hält. Gott hält sein Wort. Und dementsprechend hat Gott dann auch gesagt zu Abraham, dass sein Volk groß wird. Und ich fand das so interessant. Ich finde dieses Bild, wie gesagt, sehr kontrastreich. Und das sagt viel irgendwie aus, finde ich, auch zu Gottvertrauen. Und für den einen oder anderen mag das ziemlich makaber sein. Aber ich finde, es sagt halt wirklich viel aus. Und ja, Gott hält einfach sein Wort. Das haben wir schon oft genug auch gesehen. Das habe ich oft genug am eigenen Leib erfahren. Und ich verstehe nicht, warum mir das manchmal oft dann einfach so schwer fällt. Warum wir trotzdem einfach diese Angst haben, dass wir uns verletzen könnten, obwohl wir uns nicht verletzen können. Denn wenn wir mit Gott gehen, verletzen wir uns nicht. Wenn wir mit Gott gehen, er beschützt uns. Er hält über uns die schützende Hand. Und ich fand da tatsächlich einen Text, der mir dazu eingefallen ist, wo ich diesen Podcast vorbereitet habe, war, dass man oft einfach in so einem Käfig sitzt. Ihr kennt es gerade, Corona zum Beispiel, typisches Beispiel. Man hat mit vielen keinen Kontakt mehr und es stört einen regelrecht irgendwie. Und ich fand diesen Fakt interessant, dass man jetzt endlich ja irgendwie in so einem Käfig sitzt und aber überhaupt nicht in die Freiheit geht. Und so, finde ich, ist es auch mit dem Vertrauen zu Gott. Wir wollen lieber in der Sicherheit sein, statt irgendwie in dieser Freiheit zu sein. In dieser Freiheit mit Gott. Wenn man mit Gott unterwegs ist, ist man frei. Und ich finde dieses Bild sehr interessant, weil du bist vorher halt in einem Käfig, irgendwie an was gebunden, was dich fertig macht. Die Angst, die Sorgen, die dir durch den Kopf gehen. Und dann entscheidest du dich einfach in die Freiheit mit Gott zu gehen. Und es gibt nichts Fantastisches, als Gott einfach zu vertrauen. Und deswegen bleibt einfach nur noch an euch die Frage, es bleibt bei euch, ob ihr Gott vertrauen wollt, aber versucht es, es schadet nicht. Und damit beende ich den Podcast und ich bin gespannt auf jeden Fall auf eure Meinung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüssi Kowski.